Die neuesten Inflationsdaten zeigen uns jetzt für den November einen Wert von 6,8%. Das ist nicht nur höher als im letzten Monat, der bereits rekordverdächtig war, es ist das höchste Level, das wir in über 40 Jahren gesehen haben. Ein Investor, der darauf aufmerksam macht, wie ernst dieses Problem eigentlich ist, wieso die Realität sogar noch viel schlimmer ist, als wir denken und wieso dieser Trend sich in naher Zukunft auch nicht ändern wird, ist Chamath Palihapitiya. Das ganze Thema Inflation und an sich zu verstehen, was zurzeit aus der Makroperspektive passiert, ist unglaublich wichtig und wird Bitcoin sowie den Kryptomarkt auch mit Sicherheit beeinflussen. Deshalb kann ich dir nur empfehlen, bei diesem Video gut aufzupassen. Hier bei Thinkit Crypto findest du fast täglich 3-Minuten Videos rund um das Thema Kryptowährungen. Seriös recherchiert, kurz und auf den Punkt. Alles, was du in diesem volatilen Markt wissen musst, in nur 180 Sekunden. Ganz wichtig, finanzielle Beratung findest du hier keine. Falls du mich noch zusätzlich unterstützen und zudem von ein paar coolen Extra-Features profitieren möchtest, dann kannst du dir gerne neben dem Abonnieren-Button noch meine Kanalmitgliedschaft anschauen. Chamath Palihapitiya, um ganz kurz darauf einzugehen, wer diese Person überhaupt ist, ist der Gründer und CEO von Social Capital. Er war auch eine frühe Führungskraft bei Facebook und arbeitete dort von 2007 bis 2011. Ich persönlich würde ihn aber stark vereinfacht als milliardenschweren und risikoreichen Investor bezeichnen. In seinem neuesten Interview spricht Chamath darüber, wie Regierungen zurzeit die Inflationsdaten manipulieren, um zu verheimlichen, wie ernst die aktuelle Lage eigentlich ist. Er beginnt damit zu sagen, dass es sehr wichtig zu verstehen ist, ob die steigende Inflation nur vorübergehend ist oder in Zukunft auch weiterhin anhalten wird. Denn letztendlich entscheidet dies auch über das Sentiment der Investoren und entsprechend auch auf den Verlauf der Märkte. Und hier weist Chamath auf einige Tweets von Bill Ackman hin. Bill Ackman ist ebenso ein bekannter Investor und zusätzlich der CEO von Pershing Square Capital Management, ein erfolgreiches Hedgefonds-Management-Unternehmen in den USA. Was Bill Ackman in seinen Tweets ansprach, war, dass der CPI oder Consumer Price Index, der dafür verwendet wird, um die Inflationsrate wiederzugeben, tatsächlich unglaublich schlecht berechnet wird und die 6,8% für den November somit auch wirklich ungenau sind. Wenn man sich nämlich mal anschaut, woraus sich der CPI zusammensetzt, dann stößt man auf eine sehr wichtige Komponente mit dem Namen Owner's Equivalent Rent oder OER, die hier mit einer Gewichtung von ganzen 30% im CPI mitspielt. Diese OER-Metrik ist im Grunde genommen, wie viel Miete jemand von jemand anderem verlangen kann, beziehungsweise wie sich dies Jahr für Jahr verändert. Das Problem ist, dass diese Metrik im CPI einfach über eine Befragung von nur einer Handvoll Leuten zustande kommt. Das ist nicht nur sehr ungenau, es ist auch unnötig, weil wir die genaue Nummer sogar schon haben, und zwar von Einfamilienhäusern, die diese Zahlen melden. So meldeten die größten Eigentümer von Einfamilienhäusern eine Mieterhöhung von 17% im Jahresvergleich. Die Owners Equivalent Rent Zahlen aus den Umfragen, die dann auch in den CPI mit eingerechnet werden, ergab aber nur 3,5%. Hier gibt es also einen wirklich maßgeblichen Unterschied. Wenn man jetzt die eigentlich korrekten 17% für die Berechnung des Consumer Price Index verwendet, ist die Inflation im November nicht 6,8% gewesen, sondern eigentlich 10,1%. Wir haben also Datenquellen, die Regierung nicht erheben oder messen kann, und wir haben schrecklich ungenaue ökonometrische Modelle, so Chamath. Die Zahlen sind einfach fundamental fehlerhaft, und das ist auch der Grund, wieso Chamath oder andere Investoren wie eben Bill Ackman oder auch Robert Kiyosaki beispielsweise einen noch viel, viel schlimmeren Crash erwarten, der den Kryptomarkt auch negativ beeinflussen wird. Es ist wirklich schwer zu sagen, wann uns solch ein Crash erwarten würde, aber mit jedem Tag, der vergeht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Blase, die sich aktuell auflässt, platzt, vor allem wenn die Daten, die uns vorgezeigt werden, möglicherweise falsch sind. So, das war's dann aber auch schon mit den heutigen News. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann bitte ich dich einfach darum, meinen Kanal einmal zu abonnieren. In der Videobeschreibung findest du noch einen $25 Bonus für die Anmeldung bei crypto.com, und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns im nächsten Video.